Damen und Herren, das autonome Fahren. Wir springen jetzt also auf Level 5, 15 bis 20 Jahre in die Zukunft. Das autonome Fahren bietet ganz begeisternde Möglichkeiten. Der juristische Blick erscheint oft etwas pessimistisch und tatsächlich möchten wir uns auf die Nachteile nun erstmal konzentrieren, die Herr Kagerbauer schon angesprochen hat, und fragen, wie rechtliche Regelungen im Falle eines Unfalls der Entschädigung des Opfers dienen können. Wir fragen also zwei Dinge. Erstens, im Falle eines Unfalls mit autonomen Fahrzeugen, wie können rechtliche Regelungen sicherstellen, dass das Opfer entschädigt wird? Und zweitens, können die richtigen Rechtsregeln auch helfen, Unfälle von vornherein zu vermeiden? Schon erwähnt, die derzeitigen Rechtsregeln stammen aus einer Zeit, als der Straßenverkehr in etwa so aussah. 1909 wurde das Straßenverkehrsgesetz in Deutschland erlassen, 1934 die Straßenverkehrsordnung, und das Straßenbild damals war dominiert von Kutschen. Aus dieser Zeit stammt noch die heute geltende Regel, dass der Fahrer jederzeit die Kontrolle über sein Fahrzeug ausüben muss und dass er dazu heute das Lenkrad, früher die Zügel in den Händen halten muss. Wenn nun die Zukunft des Fahrens so aussieht, stellt sich die Frage, ob diese 100 Jahre alten Regelungen der modernen Technik noch gerecht werden können. Wenn es heute zu einem Unfall kommt, liegt das zu etwa 90% an einem Fehler des menschlichen Fahrers. Die Rechtsprechung, wenn sie entscheiden muss, wer haftet, strafrechtlich oder zivilrechtlich, fragt dann, liegt ein Fehlverhalten des Fahrers vor? Nicht jede falsche Handlung im Straßenverkehr begründet eine Haftung, sondern nur ein nicht verkehrsgerechtes Verhalten. Sie können sich vorstellen, dass dieser sehr vage Grundsatz zu viel, viel Rechtsprechung führt, um zu klären, ob im konkreten Fall ein Verhalten nicht verkehrsgerecht war. Schon in den 50er Jahren hat der BGH zugestanden, dass vom Fahrer nichts Unmögliches verlangt werden kann. Insbesondere werden Reaktions- und Bremszeiten dem menschlichen Fahrer zugestanden. Wenn nun ein autonomes Auto perfekt Daten erhebt über seine Umgebung, 100% Informationen hat und die in Sekundenbruchteilen verarbeiten kann, werden viel optimalere Möglichkeiten, Reaktionen möglich. Die Frage ist, wenn es dann zu einem Unfall kommt, kann ein Auto überhaupt verantwortlich sein? Und wenn ja, wofür? Ein zweiter Problemkreis, der heute sehr häufig auftaucht, sind Beweisschwierigkeiten. Im Nachhinein lässt sich der Hergang eines Unfalls gar nicht oder nur mit Hilfe von Sachverständigen rekonstruieren. Ein autonomes Fahrzeug muss für seinen Betrieb unzählige Datenmengen erheben. Wenn man hierauf zugreifen könnte, ließe sich ein Unfallhergang lückenlos und objektiv rekonstruieren. Es stellen sich einige neue Rechtsfragen, die vor allen Dingen damit zusammenhängen, dass sich die Art und Ursachen für Unfälle mit autonomen Autos ändern. Ich möchte einige davon erläutern. Erstens die Zulassung und das Führen autonomer Fahrzeuge. Zweitens Fragen, die sich im Zusammenhang mit den erhobenen und verarbeiteten Daten stellen. Und drittens die Frage, welche Sorgfaltsmaßstäbe an ein autonomes Fahrzeug gestellt werden müssen. Zum ersten Punkt: Indem Vorgaben für die Zulassung auf öffentlichen Straßen gemacht werden, können Unfälle von vornherein verhindert werden. Wie Sie sehen, der erste Gesetzgeber weltweit war der Bundesstaat Nevada in den USA, wo der Testbetrieb von autonomen Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen zugelassen wurde. Allerdings wurden einige Auflagen gemacht. Nicht bei jeder Straßenlage darf der autonome Modus verwendet werden. Bei Eis und Schnee beispielsweise nicht und auch nicht im Stadtgebiet.
Es wurden auch einige Vorgaben an das Führen, an das Verhalten des Fahrers gemacht. Der darf ein Handy verwenden, die Dame dürfte ihr Journal lesen. Dabei muss sie allerdings nüchtern sein. Denn der Grundgedanke ist jedenfalls im Testbetrieb noch, dass der Fahrer zwar nicht ständig Kontrolle ausüben muss über das Fahrzeug, er muss allerdings jederzeit in der Lage sein, eingreifen zu können. Bevor dann autonome Fahrzeuge tatsächlich für den Massenverkehr zugelassen werden, muss man sich die Frage stellen, wer soll eigentlich autonome Fahrzeuge fahren dürfen? Nur besonders kompetente Fahrer? Man könnte das vergleichen mit einem Piloten, der das Flugzeug im Autopiloten jederzeit höchst konzentriert und höchst kompetent überwacht. Oder sollen das besonders schwache Fahrer sein, alte, kranke Kinder, die so ganz neue Mobilitätschancen erhalten? Der Gesetzgeber könnte beispielsweise einen zusätzlichen besonderen Führerschein verlangen, bei dem beispielsweise technische Kenntnisse geprüft werden. Denn in Zukunft würde eine ganz neue Art der Interaktion zwischen Fahrer und Auto erforderlich werden. Der Fahrer müsste die Technik des Autos, die unvorstellbar vorangeschritten wäre im Vergleich zu heutigen Techniken, wohl nicht ins Detail verstehen. Er müsste aber begreifen, wann er eingreifen muss. Schon heute wird erforscht, wie das Auto dem Fahrer verständlich kommunizieren kann, was der Fahrer überhaupt noch tun muss. Eine Unfallquelle bei autonomen Fahrzeugen könnte also sein, dass der Fahrer schlicht nicht begreift, wann er den autonomen Modus wie verwenden kann und wie weit er dem vertrauen kann. Eine weitere Fehlerquelle, schon von Herrn Kagerbauer erwähnt, ist, dass der Bordcomputer, das System, versagen könnte. Entweder weil ein Systemfehler vorliegt oder weil von außen durch einen Hacking-Angriff das System manipuliert werden könnte. Die Programmierung komplexer Computersysteme ist keine traditionelle Kernkompetenz der Autohersteller und in der juristischen Literatur wird teilweise befürwortet, dass die Hersteller nicht haften sollen für Systemfehler. Denn anderenfalls könnten sie aufgrund der hohen Haftungsrisiken von einer Markteinführung abgeschreckt werden und so die grundsätzlich begrüßenswerte Technik gar nicht den Markt erreichen. Die Hersteller selber fordern einen solchen umfassenden Haftungsausschluss gar nicht und ich finde ihn auch nicht begrüßenswert, denn so geht jeder Anreiz verloren, die Technik weiter zu verbessern und das Produkt stetig weiterzuentwickeln. Zudem lassen sich solche Risiken berechnen und also auch versichern. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist der Datenschutz. Was passiert eigentlich mit den massenhaft gesammelten Daten über das Auto selbst, über den Fahrer und auch um die gesamte Umgebung des Autos? In Deutschland gilt grundsätzlich, dass Daten sparsam erhoben und nur so lange gespeichert werden, wie sie tatsächlich notwendig sind. Der Gesetzgeber in Nevada hat vorgeschrieben, dass sämtliche Daten, die das Auto erhebt, 30 Sekunden lang gespeichert werden müssen. Wenn es dann zum Unfall kommen sollte, lässt sich so nämlich nachvollziehen, was die Ursache des Unfalls ist. Und daher finde ich, dass die Daten im Zusammenhang mit autonomem Fahren gespeichert werden sollten, auch in Deutschland, für die erforderliche Zeit, um den Unfallhergang rekonstruieren zu können. Eine dritte mögliche Unfallursache im Zusammenhang mit autonomen Fahrzeugen ist, dass eine Unfallsituation eingetreten ist, auf die das Programm nicht vorbereitet war. Entweder weil eine Lücke bestand, die Situation wurde beim Programmieren im Vorhinein schlicht nicht bedacht, oder weil die einprogrammierte Reaktion dann später von einem Gericht als nicht angemessen beurteilt wird. An den Menschen als Fahrer wird derzeit gefordert, dass er mit gesammelter Aufmerksamkeit
als besonnener und gewissenhafter Kraftfahrer sich verhalten soll. Auch hier ist in dieser Definition schon enthalten, dass man dem Menschen einen gewissen Fehlerspielraum zugesteht. Ein Auto macht aber keine Fehler. Der Bordcomputer nimmt seine Umgebung perfekt wahr und kann praktisch ohne Reaktionszeit die optimale Entscheidung potenziell jedenfalls treffen. Hier sehe ich tatsächlich völlig unabsehbare Haftungsrisiken für die Hersteller, die ja verantwortlich sind für die Programmierung des Computers. Dieter Zetsche, der Chef von Mercedes, hat in einigen Interviews im letzten Jahr daher angeregt, dass ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs stattfinden sollte, um eine Art Roboterethik zu entwickeln, um also Handlungsvorgaben, Entscheidungsvorgaben zu entwickeln. Das ist insbesondere relevant in Dilemmasituationen. Denken wir uns den Fall, das Auto fährt im autonomen Modus von selbst, plötzlich taucht ein Hindernis auf, das Ausweichen ist nach links Richtung Gegenverkehr möglich, nach rechts Richtung Fußgänger. Welche Entscheidung soll das Auto jetzt treffen? Soll das Auto ein Menschenleben gefährden, um drei zu schützen? Damit hier Haftungsrisiken für die Hersteller jedenfalls gemindert werden, müsste es in irgendeiner Form rechtsverbindliche Regeln geben. Nun könnte der Gesetzgeber hingehen und einen langen Katalog verabschieden mit allen möglichen Unfallsituationen und der jeweils vorgegebenen Reaktion. Ein solcher ellenlanger Katalog dürfte zwangsläufig lückenhaft sein und schon bald der technischen Entwicklung hinterherhinken. Diese Lösung wäre also nicht wünschenswert und wird auch nicht gefordert, soweit ersichtlich. Viel eher erfolgversprechend scheint mir, dass man eine Art Gremium einrichtet, in der Vertreter von Autoherstellern, Versicherungen und Juristen gemeinsam ihre Erfahrungsschätze diskutieren und vergleichen. So könnte man den Stand der Technik einbeziehen, außerdem aktuelles Fallrecht und insbesondere auch aktuelle Schadenshöhen und Schadensfälle berücksichtigen. Ähnlich den DIN-Normen, die Sicherheitsanforderungen an Autos regeln, könnten so auch Verhaltensvorgaben gemacht werden. Zum Einstieg in die Diskussion kurz meine Thesen. Erstens sollte eine Zulassung zu Testzwecken auf öffentlichen Straßen eingeführt werden, um die Programmierung weiter zu verfeinern und die weitere Erforschung zu ermöglichen. Bundesverkehrsminister Dobrindt hat vorgeschlagen, Teilbereiche der A9 in Bayern zu öffnen und auszustatten für autonome Fahrzeuge. Zweitens sollten dann, bevor autonome Fahrzeuge in den Massenmarkt eingeführt werden können, ganz klare rechtliche Vorgaben an das Verhalten des Fahrers aufgestellt werden. Das dient nicht nur der Rechtssicherheit, sondern ist auch betriebswirtschaftlich wünschenswert. Denn so können gegebenenfalls vorhandene Hemmschwellen, die gegenüber der neuen Technologie bestehen könnten, abgebaut werden. Drittens ist eine angemessen lange Speicherfrist für die erhobenen Daten vorzusehen. Für die Datensicherheit und das Funktionieren der Programme müssen die Hersteller voll verantwortlich sein. Anders sieht es aus für die konkreten Verhaltensanforderungen an das autonom fahrende Fahrzeug. Hier sollte in der Tat durch einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs von Experten entwickelte Maßstäbe gelten. Vielen Dank.